Servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Runde von Let's Play Far Changing Tides. Wenn ich ändere gleich mal den Kurs. Hallo, wie in dir? Hallo. Oh Gott. Au. Ja, so viel dazu. Ich wollte gerade sagen, ich ändere mal den Kurs, weil ich habe das Gefühl, es geht hier nicht mehr wirklich weiter. Und da stehen wir auch schon. Na, Glückwunsch. Okay. Rückwärtsgang wird es hier wohl keinen geben. Sollen wir das Segel einklappen? Ne, ich glaube, das lassen wir einfach mal so. Eieiei, da oben versprühen schon die Funken. Naja, wir haben unser Schiff schon ein bisschen mitgenommen auf jeden Fall. Das muss man schon mal zugeben. Wo kommen wir denn da eigentlich hin? Da waren wir auch noch nie, oder? Gibt es da vielleicht noch einen zweiten Eingang oder sowas? Ich glaube fast nicht. Also vielleicht später mal zum Freischalten oder so. Das kann natürlich möglich sein. Wir haben da vorne auf jeden Fall nochmal ein Treppchen, um wieder nach oben zu kommen. Und hier anscheinend eine Tür, die wir aber noch nicht aufmachen können. Na gut. Wir sind auf jeden Fall bei einem nächsten Hindernis. Wir hatten in der letzten Folge die Autobahnbrücke, die uns unser Schiff schon halb zerstört hat. Und jetzt sind wir hier anscheinend beim Holzfällerlager oder sowas. Na nü? Da oben hängt die Wäsche. Ist das so ein kleines Holzfällerlager hier? Aber warum ist das denn so hoch gebaut? Au. Okay, wir haben hier so eine Art Gabelstapler. Können wir das Ding eigentlich nochmal verwenden? Ich glaube eher nicht, oder? Nee, das wird kaputt sein. Aber ich vermute mal, wir werden jetzt hier lernen, wie wir das Ding verwenden. Okay, hier wird gesägt. So. Dann können wir das hier aufladen. Wir nehmen es mit. Es ist halt nur die Frage, was wir mit dem jetzt anfangen. Wir haben hier Holz. Schönes, frisches Holz. Frisch geschnitten. Aber was tun wir denn mit dem? Muss das da raus? Ich kann das ja unmöglich tragen. Hallo? Da tut sich genau gar nichts. Müssen wir hier lang vielleicht? Da kommen wir auch nicht weiter. Ah, doch. So viel dazu. Na, guck mal einen an. Schaden behoben. Schau mal einer an. Okay, ich gehe mal ganz kurz mit diesem Gerät hier. Es ist anscheinend so ein kleiner Schweißbrenner. Ich gehe mal ganz kurz mit dem... Hallo? Können wir das nicht mitnehmen? Na komm schon. Okay, wir können es mitnehmen, hoffentlich. Ja, sehr gut. Ich bohre mir das Ding mal ganz kurz aus, würde ich sagen. Denn das können wir hier definitiv auch brauchen. So, und jetzt ist wieder alles in Schuss. Und ich würde sagen, damit wir das später nochmal haben, ich werde das auch einfach mal da reinpfeffern. Ich weiß zwar nicht, ob das gut ist, wenn das alles da unten rumliegt, aber da kann es uns zumindest nicht entwischen. Wenn hier ein starker Windstoß kommt und wir haben das da oben am Deck rumliegen, dann haben wir vielleicht das Problem, dass wir da die Sachen verlieren, dass sie einfach wegfliegen. Und das will ich nicht. So, aber die viel größere Frage ist jetzt, wie kommen wir denn mit dem Holz hier weiter? Oder müssen wir überhaupt mit dem Holz hier weiter? Ich würde natürlich gerne mal probieren, ob wir da durchfahren können. Können wir aber nicht. Oh, das fährt ja schon. Schön da bleiben, das fährt ja schon. Wir haben das Segel ja gesetzt, das fährt ohne uns weg. Na warte mal, so schnell ist es ja gar nicht. Wir können ja ganz kurz mal gucken, ob wir da vielleicht was sehen können oder sowas. Ich glaube, mit dem Holz können wir gar nichts anstellen. Ich dachte, vielleicht das brauchen wir jetzt oder sowas, weil das hätte ja genau hier in die Luke gepasst. Oh je. Und da klappt uns das ganze Ding da oben schon wieder zusammen. Na Glückwunsch. Okay, gut, dass wir das mitgenommen haben gerade. Eieieiei, ich glaube, ich muss da echt ein bisschen drauf achten, dass wir hier unser Segel zusammenklappen.
bevor es da zu irgendwelchen Komplikationen kommt. Denn sonst sehen wir ja, wo das hinführt zum Schluss. Und wir sehen auch, wir haben nicht unendliche Reparaturmöglichkeiten. Wir haben noch genau 6 Stück insgesamt gibt's. 6 von diesen blauen Dingern da, von diesen blauen Reparaturboni, wie auch immer man dazu sagen mag, gibt's insgesamt und 3 davon haben wir schon verwendet. Also da müssen wir uns auf jeden Fall ein bisschen zusammenreißen. Und der Kapitän sollte das Schiff nicht verlassen. So wie ich es immer tue. So. Okay, dann nochmal nach oben. Nochmal das Segel spannen. Und dann fahren wir mal langsam weiter. Ganz, ganz langsam. Wir können ja zumindest mal ein bisschen nach oben gucken. Also, dass wir hier schon Fahrt aufnehmen. Aber dass wir jetzt nicht hier quer durch die Welt reisen oder rasen, ohne dass wir eigentlich wissen, wo es hingeht. Und wenn es hart auf hart kommt, sofort gegen das Segel laufen, das Segel einklappen und hoffen, dass wir dann durchkommen. So, da kommt der Wind. Aber wie gesagt, wir bleiben mal ein bisschen unter dem Blauen hier, damit wir nicht zu schnell werden. Denn wenn die nächste Brücke kommt oder das nächste Sägewerk oder sonst irgendein Gestell, das hier gebaut wurde, dann haben wir wieder ein Problem. Das Ganze dauert natürlich dann länger, unsere Reise, aber das macht ja nichts. Na gut, wir können ein bisschen schauen, dass wir vielleicht ein bisschen Fahrt aufnehmen, das ist kein Problem. So. Okay, da ist das Zusatzsegel. Und dann gucken wir mal, wie weit wir hier kommen werden. Wir können noch ein bisschen rauszoomen. Ich würde sagen, das mache ich auch gleich mal. Naja, wobei das kommt wieder zurück. Bleibt nicht an der Stelle. Ach, guck mal, da ist sogar ein Tier. Ein Elch. Ach, guck mal, wie süß. Schau mal einer an, da hinten steht ein Elch rum. Und er hat uns gesehen und flieht sofort. Eines der letzten Lebewesen, die es hier noch gibt auf dieser Welt. Da hinten sieht man wieder nur Zerstörung. Ein paar kaputte Häuser. Oh, guck mal, der ganze Herde an Elchen. Schau mal einen an. Cool. So, klappen wir mal das Zusatzsegel aus, damit wir mit denen Schritt halten können. Ach, guck mal einer an, wie schön. Gemeinsam mit den Elchen suchen wir eine neue Heimat. Wobei die Elche vielleicht gar keine Heimat haben. Die spazieren ja einfach nur umher. Und wollen überleben. Aber wenn wir das Ganze mal so sehen, genau das wollen wir auch. Wir fahren hier umher und wollen eigentlich nur überleben. Okay, wie sieht es mit dem Wind aus? Der Wind dreht anscheinend. Der ist natürlich nicht immer an derselben Stelle, das ist ganz klar. Okay, da hinten verlieren wir komplett den Auftrieb. Warte mal ganz kurz, dann das Segel rumreißen. Wir gucken mal, wie es hier aussieht. Da sieht es gut aus. Zusatzsegel ist hier. Okay, okay. Der fährt zum Glück nicht so schnell wie vorher. Das ist schon mal ein großer Vorteil. Was könnte das denn gewesen sein hier im Hintergrund? Guck dir das mal an. Entweder so ein riesiges Schiff. Okay, ich habe das Gefühl, es kommt gleich wieder zu einer Art Kollision. Ich lasse mal kurz den Wind hier ein bisschen das Schiff langsamer machen. Und wir kommen zu unserem nächsten Städtchen. Unsere Heimatstadt, die große Stadt, die haben wir verlassen. Und hier wartet das nächste kleine Städtchen auf uns. Sieht aber eher aus wie ein Industriestädtchen. Ob hier überhaupt Leute gewohnt haben oder ob das Ganze vielleicht einfach nur Industrie ist? Okay, ich habe das Gefühl... Nein, 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 nein. Ich habe das Gefühl, wir sollten hier mal ein bisschen langsamer werden. Hallo? 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 Nimm den Wind raus.
Ich will hier langsamer durch. Das Ding sprüht schon wieder. Wir müssen ihn schon wieder reparieren. Na, Glückwunsch. Eieieiei. Und ich weiß nicht genau, ob die Dinge, die wir da immer wieder im Hintergrund sehen, wie zum Beispiel jetzt hier gerade rechts vom Segel, ob das vielleicht Boote sind, mit denen andere versucht haben zu fliehen. Ich wüsste nämlich nicht, was das sonst sein soll. Wir haben hier riesige, wie zum Beispiel das davon gerade eben, wir haben hier riesige Gebilde mitten im Nirgendwo herumliegen. Das muss doch auch ein Boot sein. Vielleicht haben andere versucht, damit zu fliehen. Okay, ich glaube, wir können das Ding überhaupt nicht mehr steuern gerade. Wir müssen das reparieren. Na gut. So, und ich würde sagen, dieses Reparaturding, das legen wir jetzt mal da oben dann drauf. Nicht, dass wir immer wieder nach unten klettern müssen. So, funktioniert wieder. Und dann lassen wir es mal hier liegen. So. Okay, weiter geht die Reise. Mehr oder weniger. Irgendwie scheint das nicht so ganz zu funktionieren gerade. Wir können das Segel nämlich nicht mehr steuern. Warte mal. Irgendwie scheint da was nicht zu funktionieren. Ah. Wir waren da ausgeklinkt aus dem Ganzen. Jetzt geht's wieder los. Jetzt haben wir die Steuerung über unser Segel wieder. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja, und das habe ich nämlich gemeint in der letzten Folge. Wir müssen unser Schiff in Schuss halten. Denn wenn unser Schiff nicht in Schuss ist, dann haben wir ein Problem, von A nach B zu kommen. Es könnte natürlich auch sein, dass das möglicherweise riesige Windräder früher mal waren. Man sieht hier nämlich ganz schön viele davon. Im Hintergrund auch wieder eine alte, verlassene Stadt. Aber ich vermute mal, dass hier auch andere fliehen wollten. Und möglicherweise gab es ja hier solche Schiffe früher mal. Wir haben ja gesehen, auch die Fahrzeuge schauen ein bisschen anders aus als in unserer Welt natürlich. Na, gucken wir mal. Möwen haben wir hier auch. Uiuiui, was ist hier los? Ein Erdbeben. Okay, langsamer werden. Achtung, Achtung. Ich glaube, da findet gerade ein Erdbeben statt. Sollen wir uns das Ganze mal anschauen? Wir schauen uns das Ganze mal an. Wir können ja zum Schluss wieder nach oben. So ist ja nicht. Gut, hier unten gibt es genau gar nichts. So. Und schnell wieder zurück. Ans Steuer. So, was haben wir denn hier? Vielleicht sind das auch Tunnel gewesen. Weil wir haben hier nämlich wieder dasselbe Gestell rumstehen im Hintergrund mit dem Fahrzeug, mit dem Lieferwagen. Vielleicht waren das auch irgendwelche Tunnel zur Beförderung, zum Transport von Waren beispielsweise. Kann natürlich auch sein. Wie gesagt, wir können nur mutmaßen. Wir können nur Mutmaßungen anstellen über die Vergangenheit, was hier passiert sein mag. Wie das Ganze hier aufgebaut sein mag früher mal. Oh, okay, und jetzt wird's kritisch. Achtung. Einklappen, das Ding. Bevor wir es nämlich wieder reparieren müssen, denn bald geht uns unsere Reparatur dann den Bach runter. Wir haben nur noch zweimal Zeug für reparieren. Wir können nur noch zweimal das Ding wieder in Schuss bringen. Unser Segel. Und dann war's das. Dann stehen wir blöd da, wenn plötzlich wieder alles den Bach runtergeht. Wo sind wir hier? Sieht ein bisschen aus wie ein Bahnhof. Sachte, 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 sachte. Okay, da knallen wir jetzt dagegen. Achtung. Boink. Aber wir haben keinen Schaden genommen. Das ist das Wichtigste. Wir haben keinen Schaden genommen. Unser Schiff hat keinen Schaden genommen. Das ist das Wichtigste. Na gut, Freunde. Und wir sind in der nächsten Stadt angekommen. Von unserer Stadt ist ja nicht mehr so viel übrig. Wir haben zwar noch die Häuser dort stehen, aber innen drin ist kein Leben mehr. Und ich glaube, auch hier werden wir wohl niemanden mehr finden, mit dem wir zusammenarbeiten können.
Wir sehen hier einen kleinen Bahnhof, das da hinten war zumindest mal einer, das sieht man schon mal. Man sieht ja hier den Bahnsteig mit den Uhren und so weiter und so fort. Da hinten ist ein Personentransport, vermute ich mal. Und auch ein Treibstoffwaggon. Und genauso hier und dieser Treibstoffwaggon hier vorne, der versperrt uns den Weg. Na, gucken wir mal. Ah, und auch unter uns wurde gefahren. Früher mal, als noch alles in Ordnung war. Auch unter uns führen die Gleise lang. Zwei Gleise, wo früher mal die Züge lang gefahren sind. So, ich guck mal ganz kurz, was wir da drüben haben beispielsweise. Nichts, so wie es aussieht. Kommen wir da unten durch? Auch nicht. Okay. Gut, dann werden wir vermutlich das hier brauchen, um hier rüber zu kommen. Oh. Na, probieren wir es mal. Wie gesagt, ein paar kleine Rätsel, die wir hier lösen müssen, aber ich vermute mal, das wird jetzt nichts allzu Wildes sein. Das sollten wir doch hinbekommen. So, und da sind wir auch drüben. Ach du Scheiße, was machen wir mit dem Gerät denn jetzt hier, bitteschön? So, erstmal drunter hinwegtauchen. Und bevor wir weitermachen, gucken wir uns mal ganz kurz die Unterwasserwelt an, weil die ist nämlich auch phänomenal gestaltet worden. Guck mal einer an. Man sieht hier die Waggons einfach im Untergrund herumschweben. Ein Treibstoffwaggon, hier vielleicht ein Güterwaggon, irgendein Viehwaggon möglicherweise. Und hin und wieder mal ein paar kleine Fahrzeuge, die die Waren ausgeladen haben, die die Waren dann zu den verschiedenen Geschäften, zu den verschiedenen Fabriken gefahren haben. Und auch ein paar Fische. Fische, Elche und Möwen. Das sind die drei Dinge, oder die drei Tiere, die drei Tierarten, die wir bisher hier gesehen haben, außer uns. Sonst ist hier anscheinend niemand mehr unterwegs. So, und jetzt? Ah. Mhm. Na nü? Ach so, wir haben das Ding noch gar nicht öffnen können. Okay, na das ist natürlich eine blöde Sache. Ah, das kommt einfach hier rein. Okay, okay, was ist denn das? Ich dachte, das ist Fuel, also Treibstoff. Ist das nur Gestein? So funktioniert das. So, Feuer. Nächste Errungenschaft freigeschaltet. Boah, was für ein cooles Ding. Schau mal einer an. Was für ein cooles Ding. Und jetzt sind wir hier. An der Oberfläche. Müssen wir jetzt vielleicht mit dem Zug weiterfahren? Lassen wir unser Schiff hier stehen und fahren mit dem Zug weiter? Glaube ich gar nicht. Wo würden wir denn hier hinkommen, sag mal? Nur mal ganz kurz gucken. Da nach hinten. Wonach haben die denn da gesucht? Nach dem Schatz? Was ist denn das für eine Zeichnung da hinten? Guck mal. Sieht aus wie eine Schatzkarte. Da ist das X markiert. Dort müssen sie graben. Vielleicht waren das Schatzsucher hier. Ne, ich glaube, das war einfach mal so ein großer Umschlagsbahnhof. Mitten im Nirgendwo. Man sieht hier, hinten ist nur noch die Wüste. Da ist auch nicht mal mehr viel mit Wasser. Hin und wieder sieht man mal ein bisschen Wasser durchscheinen, aber der Großteil ist von Sand bedeckt. Was vermutlich früher noch viel ärger ausgesehen hat. Weil auch hier hat natürlich das Wasser sich seinen Weg gebahnt. So, und da kommen wir so schnell, glaube ich, eh nicht weiter. Okay, okay. Was können wir denn hier machen? Okay, wir können das irgendwie so leicht öffnen. Und das war's aber im Großen und Ganzen. Gut, nehmen wir das mal mit. Oder müssen wir da unten was hinlegen? Ich weiß es gar nicht. Aber ich glaube, da öffnet sich nur der Boden, oder? Warte mal, ich nehme das mal alles mit, was wir so sammeln können. Ich glaube, das ist der Müll, den wir kriegen, um unser Schiff dann auch irgendwie befeuern zu können. Vielleicht bekommt man ja auch einen zusätzlichen Teil oder sowas fürs Schiff. Das war aber schon eine ganze Menge an Zeug, die wir da reingeladen haben. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Und das andere nehmen wir uns auch nochmal gleich mit. Das aussieht wie Treibstoff, aber irgendwie anscheinend kein Treibstoff ist. Was ist denn das für ein Zeichen da drauf? Sieht aber aus wie Treibstoff, irgendwas Brennbares. Komisch. Aber wenn wir das hier reinladen, sieht es aus wie
Stein. Stein und Müll. So, mal gucken, ob wir das Ganze aufheizen können, möglicherweise. Ist ein cooles System auf jeden Fall. Ja, ja, ja. Und das war's. Weiter kommen wir nicht. Wir haben das aufgeladen bis ans Ende. Ah, und jetzt können wir hier eine Richtung einschlagen. Jetzt kann's losgehen. Die Frage ist, sollen wir in diese Richtung fahren oder sollen wir vielleicht eher mal zurückfahren? Ich fahre mal ganz vorsichtig davor. Vielleicht können wir dort ja irgendwas anstellen mit dem anderen Ding und das vielleicht mitnehmen oder sowas. Und wir sehen natürlich, umso länger wir fahren, umso mehr wird da unten verbraucht. Und wir müssen wieder ein bisschen Luft machen, ein bisschen das Feuer anfachen, damit wir weiterkommen. Aber ich habe das Gefühl, hier werden wir nicht so viel tun können. Und dann müssen wir vielleicht erstmal den Waggon hier andocken. Und mit dem dann zurück. Ah, guck mal, wir haben den tatsächlich mitgenommen. Cool. So, dann lassen wir mal den Fahrhebel auf dieser Seite und machen hier mal ein bisschen Dampf. So. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. So wird ein Schuh draus. So funktioniert das Gerät hier. So. Und jetzt müssen wir nur wieder nach oben, um zu gucken, wann hier Ende ist. Weil irgendwo fahren wir, denke ich mal, dagegen. Bisschen rauszoomen. Und dann müssen wir den Hebel schnell wieder umlegen. Okay, aber wir werden eh schon ein bisschen langsamer. Weil das Feuer nicht mehr lichterloh brennt da unten. Da müssten wir wirklich permanent unten stehen und das Feuer anfachen. Damit wir hier immer wieder einen hohen Wumms drauf haben. Aber ich glaube, das brauchen wir gar nicht. Das reicht schon, wenn wir hier mit einer kleinen Geschwindigkeit durchfahren. Hauptsache, wir kommen ein bisschen weiter. So, wo sind wir denn jetzt? Jetzt sind wir theoretisch schon bald wieder am Anfang. Aber was machen wir mit dem ganzen Zeug denn? Das Zeug, was da drin geladen ist fürs Feuer, das wird verbrannt und verbrannt und verbrannt und verbrannt. Man sieht, wie es immer weniger und weniger und weniger und weniger wird. Und jetzt ist Ende im Gelände. Genau. Da ist Ende im Gelände. Können es gar nicht ausschalten. Okay. So, dann holen wir uns mal ganz kurz das, was da hinten noch rumsteht. Da steht nämlich auch noch ein bisschen Müll und vielleicht brauchen wir den ja genauso. Dim, 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 dim. Und es ist natürlich jetzt die Frage, brauchen wir das alles für dieses Ding hier? Also für diesen Zug, den wir da gerade in Betrieb haben? Oder brauchen wir das möglicherweise für unser eigenes Schiff? Ich würde nämlich behaupten, eher letzteres. Ja. Denn wir laden hier gerade verschiedene Sachen von hier auf unser Schiff. Cool. Boink. Das nehmen wir mit. Und das andere holen wir uns auch nochmal ganz kurz. Wir werden bestimmt so einen Ofen in unserem Schiff auch irgendwann mal haben werden, um vielleicht die Richtung zu bestimmen. Mal gucken. Vielleicht können wir ja mit dem nicht nur am Wasser fahren, sondern auch am Land, je nachdem. Aber wir brauchen bestimmt irgendwo dieses ganze Zeug, was wir hier finden können, diesen ganzen Müll, diesen ganzen Schrott, um irgendeinen Ofen in unserem Schiff zu betreiben. Gucken wir mal. So. Und was kann das Ding? Ah, feuriges Herz. Na, guck mal einer an. Na, guck mal einer an. Ach du Kacke.
Es wird hier also nicht nur mit dem Segel gefahren, weil wir können hier mit dem Segel nicht weiterfahren, wir können hier paddeln. Cool. So, warte mal, ich lade das mal ganz kurz nach unten ein, damit wir das nicht vergessen. Das ist das da. Oh, jetzt ist unsere Pflanze ja ganz da unten, Scheißdreck. Was macht denn die jetzt da? Na, die will ich ja gar nicht da unten stehen haben eigentlich. So, ich nehme die mal mit. Weißt du was, wir nehmen die mit ans Deck. Ist ja wurscht. Wenn die flöten geht, dann geht die flöten, aber die bleibt einfach mal hier. So, da ist das Reparaturwerkzeug. Das können wir theoretisch mal hier hinlegen. Das brauchen wir jetzt nicht unbedingt. So, was finden wir da noch für einen schönen Spaß da unten? Guck mal einer an. Huch, was ist das? Ah! Da können wir nach unten. Und hier auch was sammeln, wenn es was geben würde. Gibt natürlich jetzt nicht viel. Das ist unser Weg nach draußen. Cool. Und da können wir entweder so drüber oder wir machen das Ding auf, wenn wir nach unten wollen. Cool. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Gut, ich klebe das mal alles da nach oben. Haben wir jetzt noch irgendwas eigentlich da oben liegen lassen? Tatsächlich. Uah. Hallo? So. Na, komm. Alle guten Dinge sind drei. So. Dann, ich vermute mal, wir könnten theoretisch die Pflanze sogar verheizen dort unten. Dann holen wir uns mal das hier. Aber die Frage ist ja trotzdem, wie können wir denn hier jetzt weitermachen? Denn der Waggon, der Treibstoffwaggon, der versperrt uns ja trotzdem den Weg. Mit dem können wir ja trotzdem nichts anfangen. So, hängen wir das mal hier unten hin. Da würden wir vorne rauskommen, da wollen wir aber auch nicht hin. Coole Sache, Freunde, coole Sache. So. Und wir können die Sachen, also den anderen Müll, den wir hier sammeln, alles da unten aufhängen, damit das nicht irgendwo rumkullert in unserem Schiffchen, sondern damit das ein bisschen System und Ordnung hat, können wir da unten vier Sachen hier hinhängen und die anderen vier Sachen da hinten hinhängen, je nachdem wie viel wir gesammelt haben. Und ein bisschen was ist ja mittlerweile schon in unserem Inventar. 6 von 8 Plätzen sind belegt. Und da können wir das lagern, damit das nicht irgendwo rumkullert, sondern eben ein bisschen System hat. Und mit dem fahren wir dann los. Genau dasselbe System wie gerade eben. Wir lagern es hier ein, starten den Motor, entfachen das Feuer und versuchen mal loszupaddeln. Die große Frage ist, wie geht das denn? Oh. Ah, guck mal, das wird automatisch da unten reingeladen. Cool. Schau mal, das ist ein automatisches System. Das wird automatisch von da unten, von den Dingern, von den Haken, reingeladen in das System und gleich verbrannt. Das ist ja geil. So, was auch immer wir hiermit anstellen können, das ist vermutlich... Was ist das? Was können wir damit tun? Das Feuer ausmachen oder wie? Weiß ja noch nicht, was das für einen Sinn hat. Ah, und wir schieben einfach den Waggon auf die Seite. So sieht's aus, Freunde. Wir schieben das Ding einfach auf die Seite. Komme, was wolle. So, mal ganz kurz. Und dann let's go. So, wir benutzen das als Rambock. Wir sind ein Rambock. Und wir bahnen uns unseren Weg in die Freiheit. Mit den 9 Paddeln, die wir gerade eben bekommen haben. Wir haben ein automatisches System. Das heißt, da unten müssen wir nur hin und wieder mal hinkommen, um wieder das Feuer ein bisschen anzufachen. Aber im Großen und Ganzen war es das. Ich bleib mal hier, dass der so weiter paddelt. So. So, wenn wir hier oben drauf tun, hier, guck mal, dann können wir das Ding vollladen. Cool, das finde ich geil, das finde ich irgendwie wirklich, wirklich geil. So, ich lade das mal gleich auf.
dass wir für nachher was dabei haben. Ich lade das mal hier auf, falls wir irgendwann unabsichtlich ankommen. Und ich glaube, ich bin schon unabsichtlich angekommen. Und wir haben schon ein bisschen mehr verprasselt, als wir eigentlich müssten. Und wir müssen natürlich auch immer wieder ein bisschen an den Boden gucken. Falls dort was rumliegt, was wir sammeln sollten. Weil diesen Müll und so müssen wir ja definitiv mitnehmen. Wir dürfen da nicht zu viel kaputt machen. Also verbrennen da oben. Wir brauchen den Müll ja, um weiterzukommen. Das heißt, wir müssen den Meeresboden auch ein bisschen erkunden und schauen, ob dort ein bisschen Müll rumliegt. Wir haben jetzt noch 2 auf Reserve. Da kommen wir eine gewisse Zeit aus auf jeden Fall. Ist ein bisschen schwer hier rumzuklettern. So, aber was ist das denn hier? Entweder ansaugen oder Wasser lassen. Aber was bringt uns das? Das habe ich noch nicht so ganz verstanden. Was dieses Ding da oben kann, aber das werden wir bestimmt auch noch lernen. Und wir können jetzt theoretisch ja sagen, wir schalten das überhaupt wieder aus. Beziehungsweise eigentlich soll es ja automatisch wieder ausgehen. So wie jetzt. Und wir benutzen wieder unser Siegel. Weil eigentlich sind wir ja wieder unter freiem Himmel und können mit dem Siegel weiterfahren und brauchen dafür überhaupt keinen Treibstoffverbrauch oder sonst irgendwas oder Schmutz sammeln oder keine Ahnung was. Ich guck mal ganz kurz am Erdboden, ob da irgendwas rumliegt, vielleicht das wir mitnehmen können. Aber ich denke mal, hier im Erdboden finden wir genau überhaupt nichts. Wir finden nur die Baumstämme, die wir da hinten sehen können. Alles Überbleibsel von einer vorherigen Welt, die hier mal war, die wir wahrscheinlich sogar erlebt haben. Aber die es jetzt nicht mehr gibt, weil jetzt alles überschwemmt worden ist. Und wir haben wieder eine riesige Brücke hinter uns. Die steht zumindest noch. Aber man guckt sich mal das hier unten an. Wie tief die eigentlich unter Wasser steht. Da haben sie Glück gehabt. Die Autofahrer oder die Zugführer, die möglicherweise da oben rumgefahren sind. Ja, da haben sie nochmal Glück gehabt. So. Hoppla. Na gut, Freunde, ich würde sagen, wir machen eine kleine Folgenpause. Wir machen eine kleine Folgenpause und sehen uns wieder in der nächsten Runde hier bei Let's Play Far Changing Tides. Und dann werden wir wieder unser Segel spannen. Ich glaube, mit dem kommen wir nämlich ein bisschen besser klar jetzt noch. Wir könnten theoretisch natürlich auch mit dem Motor da unten fahren. Wir könnten theoretisch hier umher paddeln. Aber ganz ehrlich, wenn wir unter freiem Himmel sind, dann können wir unser Segel spannen und mit dem hier rumcruisen. Denn erstens brauchen wir dafür keine Energie. Wir brauchen keinen Treibstoff da unten oder verbrauchen keinen Treibstoff. Und wenn es hart auf hart kommt, können wir sagen, okay, Segel einklappen. Und hier wird sich verlangsamt. Das können wir da unten nicht so einfach machen. Also wir haben doch ein paar Vorteile mit dem Segel und die wird man definitiv auch nutzen in der nächsten Folge. Morgen geht's auch schon weiter. Danke dir fürs Zusehen und wir sehen uns dann morgen wieder bei der nächsten Runde von Let's Play Far Changing Tides. Bis dahin. Tschüss.